Die Holding Graz fasst alle Unternehmen der Stadt Graz zusammen. Dienstleistungen, die für die GrazerInnen erbracht werden sollen, vom öffentlichen Verkehr über die Citycom mit dem Internet, mit der Internetversorgung für Graz. Wir sind der Meinung, dass die Holding hier die beste Dienstleistung für alle GrazerInnen anbieten sollte und nicht, so wie es derzeit ist, eine persönliche Spielwiese des Bürgermeisters darstellen. Es ist nicht die Aufgabe der Holding Graz, Verkehrspolitik zu machen. Es ist die Aufgabe der Holding Graz, Verkehrspolitik umzusetzen. Wir glauben, dass die Holding Graz deshalb vom politischen Einfluss befreit werden muss. Auch städtische Unternehmen brauchen einen Demokratieschub. Wir wollen deswegen die Eigentumsverhältnisse der Holding Graz umkrempeln. Wir wollen sie neu strukturieren und wir wollen, dass die Infrastruktur der Stadt in den Händen der Einwohnerinnen ist. Wir wollen jeden Grazer und jede Grazerin zum Anteilseigner an der Holding Graz machen. Wir machen das durch unveräußerliche BürgerInnenanteile, wodurch wir den Menschen in Graz ermöglichen, hier an den Entscheidungen der Holding Graz teilzuhaben, mitzubestimmen und dies nicht einem parteipolitisch besetzten Vorstand alleine zu überlassen. Wir wollen, dass die Menschen auch Auskunftsrechte haben in der Holding Graz. Wir wollen Informationsfreiheit in städtischen Unternehmen schaffen, die derzeit eine politische Blackbox darstellen. Das ist besonders wichtig für alle interessierten und engagierten BürgerInnen, aber auch für JournalistInnen, die hier in der Stadt und in den Unternehmen der Stadt, in der Politik eine Kontrollfunktion für die Gesellschaft ausführen. Diese JournalistInnen brauchen Einblick in die städtischen Unternehmen und auch das ermöglichen wir durch unsere BürgerInnenanteile. Deshalb sagen wir, demokratisieren wir die Holding Graz, legen wir städtische Dienstleistungen in die Hand der GrazerInnen. Klar machen zum Ändern. Hallo, ich möchte heute über zwei Dinge reden. Einerseits über Verhütungsartikel für junge Menschen und andererseits über gratis Hygieneprodukte. Es ist bekannt, dass jede menstruierende Person in ihrem Leben rund 20.000 Euro für Hygieneartikel ausgibt. Wir finden, das sollte nicht so sein. Jede zehnte Schülerin in Irland bleibt während ihrer Periode dem Unterricht fern, weil das Geld für Hygieneartikel nicht ausreicht. Wir sind der Meinung, dass Produkte, die alle Menschen betreffen, gratis vorhanden sein müssen. Außerdem finden wir, dass Verhütung ein wichtiger Schritt in Richtung Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben bietet. Damit Sexualität keine Frage des Kontostands sein muss, fordern wir kostenlose Verhütungsartikel für junge Menschen, egal ob hormonelle oder nicht hormoneller Art. Wir fordern für Österreich eine liberale Suchtmittelpolitik. Die jetzige restriktive Suchtmittelpolitik setzt KonsumentInnen unnötigen Gefahren aus und kriminalisiert sie. Deshalb fordern wir zwei Dinge. Einerseits eine Legalisierung von Cannabis samt nötiger Aufklärungs- und Suchtpräventionsarbeit. Andererseits einen Konsumraum nach Berliner Vorbild, in dem es möglich sein muss, illegale Substanzen auf Reinheit und Qualität überprüfen zu lassen und jene dann auch unter ärztlicher Aufsicht zu konsumieren. In der EU macht der Verkehr 30% aller CO2-Emissionen aus. Allein in Graz finden täglich rund 300.000 Autofahrten über die Stadtgrenze statt. Wenn wir das Klima retten wollen, müssen wir in Graz etwas unternehmen. Und darum wollen wir mit unserer Klimapolitik beides schaffen. Wir wollen mutige Schritte setzen, um das Klima zu retten und gleichzeitig die Lebensqualität aller GrazerInnen erhöhen. Dazu glauben wir, es ist nötig, den motorisierten Individualverkehr einzuschränken. Wir sind der Meinung, Graz braucht eine City-Maut. Es braucht eine Gebühr für Autofahrten über die Stadtgrenze und es braucht eine schrittweise Reduktion von Stellplätzen für Fahrzeuge innerhalb der Stadt. Durch eine Gebühr, wir wissen von einer Studie des Umweltbundesamts und der TU Graz, dass die Emissionen und Schadstoffe und die Fahrleistung des motorisierten Individualverkehrs durch eine City-Maut um 25-30% reduzierbar ist. Aber wir wollen das hier sozial gerecht gestalten. Darum sieht unser Plan vor, stadtgrenzüberschreitende Straßenbahnen zu bauen, die dann auch ein attraktives Verkehrsmittel für PendlerInnen darstellen. Wir wollen, dass statt Parkstreifen Radhighways durch das gesamte Stadtgebiet gebaut wird. Sichere Radinfrastruktur soll auch für PendlerInnen stadtgrenzüberschreitend zur Verfügung stehen. Wir wollen, dass der öffentliche Verkehr in Graz kostenlos wird. Auch unsere stadtgrenzüberschreitenden Straßenbahnen sollen kostenlos sein, um hier PendlerInnen auch ein attraktives Angebot zu geben und am Ende des Monats auch sogar mehr Geld übrig zu haben, als sie zuvor für Mobilität ausgegeben haben. Wir haben gesehen in den letzten Wochen, dass massive Regenfälle in Graz immer wieder für Hochwasser sorgen und die Keller unter Wasser stehen.
Wir glauben, dass wir Parkflächen in Versickerungsflächen umfunktionieren müssen, um auch der Klimakrise hier zu begegnen. Klar machen zum Ändern.